Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, mein D42 Adventure System ist fertig. D42 Maniac Mansion Version V0.81. Das wäre jetzt die aktuelle Version. Also hat noch Beta-Charakter. Weil an einer Stelle muss noch etwas überprüft werden, wie zum Beispiel die Texte. Ja, bei den Texten generell habe ich mich eigentlich weitestgehend so nach der alten Rechtschreibreform gehalten oder versucht zumindest. Weil der Hintergrund ist nämlich, dass ich ziemlich viele Texte vom Original Adventure, also vom Original Maniac Mansion übernommen habe. Deswegen dachte ich mir so, das Spiel ist eh aus dem Jahre 1987 und damit vielleicht noch mehr Retro-Feeling ist, wollte ich es dementsprechend dann auch so anpassen. Es sind an einer oder anderen Stelle sind da noch ein paar Fehler drin, die muss ich noch korrigieren, aber ich dachte mir so als Beta-Version kann ich das schon mal auf den Markt schmeißen. Naja, was heißt auf den Markt? Also zur freien Verfügung kann ich das in dem Sinne schon mal freigeben, falls ein oder andere das dann doch mal auch spielen möchte. Und so bekomme ich vielleicht oder an einer oder anderen Stelle auch noch mal ein bisschen Feedback, wenn doch irgendwo noch ein technischer Fehler sein sollte. Das würde mir natürlich auf jeden Fall dann auch helfen. Je mehr es testen, ja, umso sicher ist dann hinterher das Endprodukt. Das wäre zumindest jetzt so das Ziel. Wie gesagt, die Steuerung und so weiter ist allgemein bekannt. Kennt man ja aus dem D42 Adventure System. Die Verben sind auch die altbekannten. Und dann kann man hier so Scherze machen wie Rede mit Bernhard. Dann käme jetzt hier zum Beispiel auch wie ein Originaltext von Maniac Mansion. Dann kommt man in dem Sinne dann einfach um weiter. Und dann kann man hier die Fußmatte aufnehmen, Schlüssel benutzen und so weiter. Ich musste das Ganze ein bisschen komprimieren. Also ich konnte nicht alle Eventualitäten mit einbringen, weil das Problem ist, das kann ich vielleicht gleich mal einblenden, dass die Anzahl der Objekte doch sehr begrenzt ist. Am Anfang dachte ich, wow, das ist ja jede Menge, die man da verwenden kann. Aber für manche Menschen reichen nicht alle. Deswegen habe ich mich auf die Objekte beschränkt, die auf jeden Fall für den Spieleverlauf wichtig sind. Zum Beispiel, wenn da irgendwo eine Vase rumsteht, die so keine weitere Funktion hat, ja, dann habe ich die rausgeschmissen. Und deswegen sind solche Sachen halt eben weg. Jetzt sehe ich hier gerade, der Zack, der hat jetzt hier ein hellblaues Jackett an. Das ist mir zum Beispiel aufgefallen. Das muss ich an einer Stelle nochmal ändern, dass es ein dunkelblau wird. Mal hat er hier sein Ziegenbärtchen, mal nicht. Mal ist der Kopf ein bisschen zu groß, zu schmal, wie auch immer. Das sind noch so ein paar Feinheiten. Die werde ich auf jeden Fall auch nach und nach dann noch korrigieren. Ja, ich kann ja mal ganz kurz hier ins Haus hineingehen. Hier zum Beispiel verschiebe Fußmatte. Der verschiebt die Fußmatte. Genau, und dann kann man dementsprechend sagen, benutze Schlüssel. Und erst dann kann man hier in den Raum hineingehen. Und sobald man einen neuen Raum betritt, gibt es natürlich dementsprechend auch eine neue Grafik. Eigentlich sind alle Grafiken drin, die beim Original auch, wie es beim Original auch gibt. Nur an einer Stelle habe ich die vielleicht ein bisschen geschrumpft, gerade in ihrer Länge. Zum Beispiel da, wo das Esszimmer ist, das ist also ein ultra langer Tisch. Und das war mir dementsprechend so, dass auf ein Bild drauf passt. Aber das sind eigentlich nur ganz wenige Räume, wo ich das gemacht habe. Ja, beim Esstisch habe ich das gemacht. Ich glaube, im Kerker habe ich das auch gemacht. Ist auch ein bisschen kleiner. Und wo habe ich es noch gemacht? Die Küche auch. Die ist auch ein bisschen kleiner. Das sind nicht viele Räume, sage ich mal. Ne? Die meisten Räume sind doch so, dass man sich sofort zurechtfindet. Und bei der Grafik habe ich wirklich jeden Pixel 1 zu 1 selber nachgezeichnet. War ein riesiger Aufwand, keine Frage. Aber ich hatte auch Spaß daran, sage ich mal. Es ist ein Spiel, was mir auch so ein bisschen am Herzen liegt, wo ich früher auch viel Spaß dran hatte. Und deswegen dachte ich mir so, komm, machst du daraus auch mal ein D42 Adventure System. Und das wäre hiermit in dem Sinne als Beta-Version fertig. Ja, ich switch mal dann ganz kurz rüber zu meiner Homepage. So, das wäre der Link. https://d42-maniac-mansion.gymdocide.com. Das wäre die Seite, wo man das Spiel herunterladen kann. Und die Webseite steht auch hier, befindet sich, ich mache nochmal einen Akt. Genau, das habt ihr gesehen. Zack, mittlerweile gibt es die Version 8.1. Und da wird es immer wieder in irgendwelchen unregelmäßigen Abständen wird es immer eine neuere Version geben. Immer wenn ich ein paar Fehler ausgebügelt habe, gibt es dementsprechend eine neue
Version. Hier ist noch ein bisschen Text, was vielleicht wichtig ist, worauf das läuft. Ich meine, wer D42 Adventure System kennt, der braucht es hier gar nicht durchlesen. Es gibt da ein paar Einschränkungen, also am besten an Original-Hardware, am PC mit Weiß. Ja, kann es funktionieren, Ultimate 2 Elite und Ultimate 2 Plus geht. Muss man noch ein paar Sachen beachten und dann kann man das damit auch spielen. Aber wenn der Original Hardware hat, der kommt damit am besten klar auf jeden Fall. Dann einfach hier auf Download klicken und dann kann man hier dementsprechend die Version V081 herunterladen. Gibt man hier auf Downloads. Na, wo sind wir hier? Die ZIP-Datei einfach entpacken. Und dann hat man hier die beiden D64-Dateien. Die kann man dann dementsprechend dann auf die Diskette kopieren oder aufs Ultimate schicken. Das geht natürlich auch. SD2IC, das funktioniert nicht. Das kann ich von vornherein sagen. Und generell gibt es ja Probleme beim D42 Adventure System mit SD2IC. Das funktioniert in allermeisten Fällen nicht. Es gibt so ein, zwei Spiele, die funktionieren aus irgendwelchen Gründen daran. Ich weiß nicht, ob die Ersteller da noch irgendetwas verändert haben, aber vom Originalen, sage ich einfach mal, so wie es von D42 bereitgestellt wird, funktioniert es nicht. Da kommt immer wieder dieses Timeout, Floppy Disk, Ladefehler, wie man das auch immer nennen will. Und deswegen von vornherein die Info, wenn ihr es benutzt, am besten auf Original-Hardware oder Ultimate. So. Ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Wie gesagt, die Steuerung ist wie gehabt genau gleich wie überall. Hier an dem Bild sieht man zum Beispiel, dass ich die Küche ein wenig verkleinert habe. Das gefällt mir auch nicht so ganz, weil die beiden Türen fehlen. Vielleicht mache ich da irgendwann nochmal zwei Bilder raus. Das weiß ich noch nicht. Wenn man jetzt hier zum Beispiel weitergeht Richtung Osten, dann wäre der nächste Raum, der wird so bleiben, das weiß ich jetzt schon. Hier sieht man zum Beispiel das Gesicht von Dave. Irgendetwas gefällt mir daran nicht. Ich weiß nicht, ob die Nase zu dick ist oder so. Irgendwie sieht er da so ein bisschen komisch aus. Hier sieht man der Tisch ein bisschen kleiner. Okay, da rechts der Tisch, der ist so ein bisschen komisch abgerundet. Da könnte man halt eben auch nochmal etwas machen. Ja, einige Sachen, die man aufnehmen kann, wie hier zum Beispiel, die sind als Sprite dargestellt. Und ich habe aber keine Multisprites genommen, dann würden die noch originaler aussehen. Aber nur das Problem ist bei D42, ich kann immer nur drei Farben verwenden. Wie war das nochmal? Drei Farben und eine Objektfarbe. Oder waren das zwei Farben, eine Objektfarbe? Okay, auf jeden Fall steht mir nur pro Objekt eigentlich eine individuelle Farbe zur Verfügung. Alle anderen Farben, ja, die sind halt eben bei allen gleich. Ja, und da einen guten Mix rauszukriegen, dass das vernünftig aussieht, habe ich versucht, ich habe es nicht hinbekommen. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden zu sagen, ich nehme High-Res Sprites, die sind ein bisschen feiner in der Auflösung, haben dafür aber nur eine Farbe. Okay, ist jetzt so und ich denke mal, das wird auch so bleiben. Also ich werde dann nochmal ein bisschen rumexperimentieren, aber ich denke mal, da wird sich nichts dran ändern. Und dann kann man natürlich dementsprechend die ganzen Gegenstände nehmen, nehmen Krug, nehmen Konservendosen und dann verschwinden die auch in der Grafik jetzt nach und nach, ne? Wie man das hier so schön sieht, wenn man dann hinter alles genommen hat. Fruchtsäfte, nimm Entwicklerflasche. Die fällt dann runter, da kommt dann per Text, hoppla, runtergefallen. Und wenn man alle hat, sind alle weg. Ja, hier zum Beispiel, hier fehlt der kleine Schnäuzer, ne? Deswegen sage ich, so ein paar Fehler sind noch drin, die werde ich nach und nach korrigieren. Ja, das Tentakel kann man natürlich auch füttern, so wie es gehört halt. Wenn ich jetzt sage, ich möchte dran vorbeigehen, ich sage, ich möchte nach Westen, geht nicht. Und da muss man natürlich erst über Gieb und dann die ganzen Klamotten an Tentakel, muss man dann dementsprechend das Tentakel erstmal füttern. Und auch hier ist es auch so, man muss im Endeffekt ja nur die Frucht, die Wachsfrüchte geben, dann ist er satt. Und alles andere braucht er eigentlich gar nicht. Und das habe ich 1:1 auch übernommen. Hier Wachsfrüchte, jetzt ist er satt. Und es ist noch Gieb, Fruchtsäfte. Genau, und jetzt kann ich dran vorbei.
Diskette 2 wechseln. Und das klappt wunderbar. Kann ich ja ganz kurz nochmal zeigen. Auch hier mit der Ultimate. Einfach dann die andere Diskette mounten. Ein Klick und dann wird auch der Diskettenwechsel akzeptiert. Nur man muss darauf achten, dass man auch wirklich die richtige Diskette mountet. Wenn man jetzt eine falsche mountet, kommt es zum Ladefehler. Und wenn man dann sagt, okay, ich mounte jetzt nochmal die richtige, drückt dann halt eben nochmal. Da fängt jetzt zwar an zu laden, aber trotzdem geht die Fehlermeldung nicht weg. Also damit kommt das Ultimate 2 Plus nicht mit klar. Man muss also von vornherein das richtige Image auch mounten. So, dann kann man jetzt hier reingehen. Öffne Tür 1, habe ich es genannt. Benutze, genau. Entweder kann man mit den Himmelsrichtungen kann man navigieren, oder wenn zum Beispiel jetzt hier im Norden sind zwei Türen, dann muss man natürlich genau sagen, benutze Tür 1, benutze Tür 2 oder benutze Tür, benutze Treppe, was auch immer. Dann gehen die Himmelsrichtungen halt eben nicht. Ja, den nächsten Raum überspringe ich mal. Ja, hier wäre noch ein interessanter Raum. Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich die Final-Version ist. Jedem fällt auf, der Raum ist kleiner und es ist nur eine Box da. Und das, ich finde schon, das ist ein markanter Raum, der ist schon irgendwie ein bisschen kultig. Und da gehören auf jeden Fall zwei Boxen hin. Und deswegen kann es sein, dass ich den auch mal überarbeite und da auch zwei Räume rausmache. So wie es im Endeffekt im Original ja auch so ist. Wenn er da in der Ecke ist, dann geht er auch dann halt eben weiter. Und da wird der Raum ja auch größer. Und genauso denke ich mal, wird es in der Final-Version, wird es dann auch sein. Das Sprite mit diesem gelben Schlüssel ist irgendwie auch ein bisschen zu groß, müsste ich vielleicht nochmal überarbeiten. Also so ein paar Feinheiten gibt es auf jeden Fall noch zu managen. Ja, viel mehr möchte ich an der Stelle auch gar nicht verraten. Ich kann nochmal ganz kurz den Editor zeigen, wie es da so aussieht. Ja, das wäre der klassische Editor fürs D42 Adventure System. Und darüber habe ich im Endeffekt alles erstellt. Und ich kann ja mal so ein, zwei Sachen kann ich hier mal ganz kurz nochmal zeigen. Ich lade erstmal alle Files. So, da habe ich alle Files geladen. Ja, die Frage wird bestimmt aufkommen oder Kommentar. Warum fehlt noch das? Warum fehlt noch das? Warum fehlt noch jenes? Hier konnte man noch was erweitern, da konnte man noch was erweitern. Ja, die ganzen Ideen habe ich auch. Nur das Problem ist, gehen wir kurz in die Objektliste. Objekt 0 wäre noch frei. So, alle anderen Objekte, die sind in Verwendung. Dann kommt noch hinzu, Speicherplatz 38 bis 3F können nicht belegt werden. Das ist von vornherein von D42 schon gesperrt. Warum auch immer. Ich denke mal, das gibt irgendwelche Speichergründe hat oder Programmiergründe hat, also technische Gründe hat, kann ich jetzt an der Stelle nicht beurteilen. Auf jeden Fall stehen die nicht zur Verfügung. Aber egal, dann geht es ja weiter. Dann hat man ja noch ganz viele Plätze frei. So, dann habe ich noch 1, 2, 3 plus 0, 0, 4 Objekte habe ich noch frei. Gut, kann sein, dass ich ein oder andere noch mit einfüge, aber viel Spielraum habe ich da auf jeden Fall nicht. Das ist nämlich das Problem. Und was man meistens dann auch braucht, oder oft zumindest, sind dann Flex. Und bei Flex sieht es eigentlich ja noch schlechter aus, weil man hat noch weniger Flex zur Verfügung. Und auch die sind alle in Verwendung. Das heißt, ich gehe die auch alle nochmal durch, ob nicht irgendwo noch ein Fleck versteckt ist und drin schlummert, der nicht benötigt wird. Und dann kann ich an der einen oder Stelle, kann ich dann nochmal irgendwie etwas erweitern, sage ich mal. Fleck 3F ist zwar frei, aber hier habe ich das Problem, ich kann das Fleck nicht auf gelöscht setzen. Ich kann das zwar auf 1 kann ich setzen, aber nicht auf 0. Das steht auch so in dem Buch drin. In dem D42 Adventure System, hier ist eine wunderschöne Anleitung drin, wie man mit dem Editor durchgeht. Und hier habe ich auf jeden Fall auch, hier sieht man schon, da habe ich mich ordentlich mit beschäftigt. Überall habe ich dann hier auch dann noch so Notizen hingemacht, also das habe ich wirklich einmal komplett durchgelesen, mehrmals. Und ist eigentlich auch sehr gut geschrieben. Ein paar Sachen sind vielleicht nicht ganz so gut beschrieben, zum Beispiel mit den Sprites. Dass man die Sprites zum Beispiel immer auf die Speicheradresse 0 haben muss. Ja, ich kann ja mal so ein paar Bedingungen zeigen. Gehen wir mal ganz kurz nach oben.
Ja, es ist halt im Endeffekt so aufgebaut, man hat hier sein Verb oder seine Aktion und dann E ist für egal, B für Besitz, R ist für Raum und dann kann man dann halt festlegen, ob man dann Flex setzt, ob sich ums Objekt handelt oder ob da keine Abfrage ist. In dem zum Beispiel nimm Kettensäge, was dann passiert, benutze Kettensäge, was dann passiert. Und das geht natürlich auch erst. Hier sehe ich gerade, hier ist noch ein Fehler drin. Hier ist es nämlich egal. Das heißt, wenn er jetzt die Kettensäge noch nicht aufgenommen hat und er macht benutze Kettensäge, kommt der gleiche Text, als wie wenn er den schon aufgenommen hätte. Ich sage, das Objekt muss erst im Besitz sein. Kettensäge. Und hier machen wir keine Abfrage. Erst dann kommt in dem Fall. Erst dann wird eine Aktion ausgeführt. Welche? Das verrate ich an der Stelle noch nicht. Das müsst ihr jetzt selber herausfinden. Ja. Und so geht das jetzt hier dementsprechend dann durch. Jetzt zum Beispiel die Sache mit den weiteren Aktionen, was ich vorhin gesagt habe. Das habe ich, glaube ich, nur ein- oder zweimal verwendet. Ist hier dementsprechend auch noch etwas hinterlegt unter Aktion. Ein Wasserhahn, Westen, kombiniere. Was passiert dann? Benutze Tür und das wäre es jetzt auch in dem Fall gewesen. Ich speichere die neue Version mal ab. Ja, wie gesagt, ladet euch das Spiel am besten einfach mal herunter. Webseite ist ja jetzt hiermit bekannt. Viel Inhalt ist jetzt hier nicht. Hier ist ein bisschen Text, sage ich mal. Ja, ein paar Screenshots, ein paar Grafiken kann man sich hier schon mal angucken, wie das Ganze so aussieht. Ja, das Foto werde ich auch noch mal. Ich auch nochmal ein neues Foto nehmen und so wie ich die ganzen Grafiken erstellt habe. Zum Beispiel hier so ein paar Screenshots. Kann man sich dann angucken. Ja, wie das Ganze dann aussieht. 40 Blocks haben die Bilder immer. Aber die werden nicht auf 20 Blocks heruntergerechnet. Ja, was kann man hier noch machen? Dokumentation, hier habe ich dann auch nochmal geschrieben. Ja, Projektbeginn, kleines Vorwort, verschiedene Versionen, Steuerung, wer das halt eben noch nicht kennt, bin ich ein bisschen drauf eingegangen. Inbetriebnahme des Spiels, noch ein paar Hinweise, wie ich die Grafiken erstellt habe. Oh, und hier, ja, hier muss ich auch noch etwas verändern. Ja, Erstellerdateien. Hier möchte ich alle Grafiken auch noch hinterlegen als Koala Paint, weil ich mit Koala Paint Format gearbeitet habe. Und einer Spaß dran hat und an dem Projekt mitmachen möchte oder sein eigenes Projekt daraus machen möchte, hat er hier dann schon mal so ein paar Basisdateien halt eben, mit denen er dann arbeiten kann. Das soll es an der Stelle auch gewesen sein. Ein kleiner Spoiler für, sagen wir mal, für nächstes Jahr. Ich möchte ja nicht so weit rausholen, denn ich bin ja auch stolzer Besitzer von Zack McCracken. Das könnte man doch vielleicht auch als D42. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, ob das auch mal jeweils mal passieren wird. Man munkelt so, man munkelt. Aber jetzt habe ich erstmal so ein bisschen die Nase voll von D42. Ich habe da jetzt so viel dran rumgehackt, dass ich da erstmal ein bisschen was anderes machen muss. Also in dem Sinne, Glück auf!